Hallöchen, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute hier an diesem Sonntagmittag, dem 11. Oktober 2020, wo ich gerade aufnehme. Wir haben uns qualifiziert für das Achtelfinale der Champions League mit einem 2:0 in Piräus, wo wir schon nach 20 Minuten 2:0 geführt haben. Danach ist nicht mehr so viel passiert, aber natürlich super, wie wir es da hinbekommen haben zu spielen. So ein neuer Scout. Spieler, der mir von einem Scout vorgeschlagen wird, aber da brauche ich niemanden mehr. Erst einmal, beziehungsweise. So, jetzt können wir wieder getrost ein bisschen weniger drauf achten, zu rotieren. Langspiel für Promis. Der hat das die paar Minuten gegen Piräus sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. Kudusch in Topform. Ein Kudusch in Topform muss natürlich spielen. Wo ist eine gute Eiting? Normalform, sehr gut. Ich tue dann gleich auch noch den guten Labiat auf die Transferliste. Wie gesagt, den will ich auch wahrscheinlich verkaufen. Wie gut ist Tadic auf dem Mittelfeld? Oh, noch probieren wir jetzt mal so. Und graben wir es links. Ich will ihn unbedingt spielen lassen. Deswegen habe ich es mal so gemacht. Und dann in schlechter Form plus konditionell platt. Dann kommt Kotarski rein. Unser Riese mit 1,80. Den Riesen haben wir ausgeliehen, stimmt. Riese mit 1,80 im Tor. Nicht zu ganz. So, und noch jemand? Nee, ne? Hüntela, wie gesagt, kann weg. Und wurde, glaube ich, auch schon verkauft. Jetzt noch einmal kurz den guten Labiat. Komm, Zakaria Labiat heißt er, genau. Auf die Transferliste tun. Auf Transferliste platzieren. Hätte ich eigentlich sofort machen können, warum auch immer es nicht getan hat. Aber. Ja, knapp 1 Million Jahresgehalt, was wir hier sparen würden. Marktwert von 3,2 Millionen. Wenn wir also um die 3 Millionen am Ende kriegen, reicht das natürlich vollkommen aus. So, beginnen wir. Jetzt wird der Liga-Alltag, wo wir die nächsten 3 Punkte hoffentlich wieder sammeln können. Hoffentlich. Hallöchen zusammen zu dieser hoffentlich hochinteressanten Begegnung, von der wir uns so einiges erwarten. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, wenn ich hochgucke, der Himmel. Der ist nämlich hier grau in... Ist doch egal, wie der Himmel ist. Kriegen wir so oder so hin, hoffentlich. Let's go! In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Tadic, einmal kurz gewackelt und da hat er den schon. Also kurz mal am Buddy geknuspert, wie ich so schön immer sage. Ja, wie Neres in Topform, merkt man auch direkt hier an der Bewegung. Schön flüssig. Sauber. Oh, lang. Ganz so cool hier. I think. Ei. So, natürlich. Nicht so gut. Ich muss auch wirklich lernen, nicht immer mit Volltempo zu laufen. Weil dann verlieren die Leute natürlich häufiger den Ball, wenn die vor allen Dingen nicht immer so eine gute Technik haben. Was die Ball-An- und Mitnahme angeht. Gespielt. Das war jetzt auch mal schnell von den Ehrenwehen, aber am Ende auch nicht so genau. Aber man hört nur unsere Fans, glaube ich, ne? Die sind immer so, Ajax! Ajax! Grafenberg. Aliapico.
kommt nicht in den Zweikampf. Da waren wir gut zur Stelle. Sergio Dest mit der Körpergröße nicht unbedingt jemand, der da mittendrin sein sollte. Den haben wir. David Neres. Das sind wir mal ein bisschen knapp, nicht? Kein einziger Torschuss bis zu diesem Zeitpunkt. Sind ja auch erst 20 Minuten. Lauf doch! David Neres. Ja, Kudusch! Sehr gut gespielt, da musst du dich mal selber loben. Und ein Kudusch lässt sich so eine Gelegenheit nicht nehmen. Super, Kopf von Lang. Also wirklich Lang. Ich glaube, als ich die ersten ein, zwei Male mit ihm gespielt habe, habe ich ja noch gesagt, ich bin jetzt so ganz zufrieden mit ihm und nicht so ganz überzeugt, aber er zeigt ja doch jetzt die letzten Wochen, zumindest wenn er nicht in schlechter Form ist, dass er ein ganz ordentliches Talent ist. Weg da, weg da. Ich habe ihn extra angeschossen, weil ich wusste, dass der Ball dann höchstwahrscheinlich bei uns bleiben würde. Der wird rausgespielt. So langsam von Lang. Jetzt ist Übersicht gefragt. Eiting, sehr wichtig gewesen. Tadic. Da hat er den Überblick behalten. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Kudusch. Wie man ihn kennt, flink auf den Beinen. Schnelle Drehungen. Dann der Fico. Zurück, sehr gut, auf Tadic. Wie der einfach hier weggeschoben wurde, der gute Kudusch. Er hat halt keinen Körper. Lauf lang. Lauf. Aber ein guter Laufweg. Ich glaube, der Schweizer, oder? Der gute Lang. Also zumindest zum Namen passend, finde ich. Hallo, ich habe doch einen angetäuschten Schuss gemacht, weil ich doch nicht sofort schießen wollte. Aber Eiting so, nö, ich schieße jetzt trotzdem. Lang und weit gespielt. Der Ball ist ab und er zieht ab. Gartner so ein bisschen abgefälscht. Das war wichtig. Fast. Nicht im Abseits. Und die Möglichkeit. Perfekt antizipiert. Das ist das. Aber mit einem 1-0 gehen wir in die Pause auch verdient. Gerade hatten wir noch eine Riesenchance, wie ihr sie gesehen habt, die wir leider nicht gemacht haben hier. Kudusch. Aber ich glaube, Kudusch wäre wirklich so am besten aufgehoben als Hängespitze. Nicht ganz weit vorne alleine, aber auch nicht im Mittelfeld. Also wirklich dazwischen. Dass er nicht der Einzige ist da vorne, der die Bälle mal festmachen muss. Aber halt doch relativ nah am Tor ist. Also ein Passspiel ist ja jetzt nicht besonders, sondern ganz normal. Aber so flink, dass er da vorne eine Note reinbringt, die wir sonst nicht haben. Okay, Eiting. Du warst irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Sehr gut, Tadic.
einfach nach vorne geschlagen. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Ist wieder zu leichtfertige Ballverluste. Oh, okay. Den darf der Keeper ja leider aufnehmen. Die Führung ist nach wie vor denkbar knapp. Und wieder Endstation. Eiting. David Neres. Oh, hätte ich gedacht, dass er dann noch am Ball bleiben wird. Oh, meine Güte. Das war auf jeden Fall sehr konsequent von Floranus, dem Rechtsverteidiger von Ehrenwien. Findet er ihn? Weltklasse-Technik. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Immer mutig nach vorn, das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Schön geflogen. Ist natürlich unrealistisch, dass die Bälle immer so punktgenau kommen. Egal wie gut der Keeper ist. Gut gesehen und sehr gut gelöst. So viele Optionen. Und so viel falsch gemacht. Eine Aktion zusammen. Und Anthony für David Neres. Da muss mal wieder ein bisschen mehr kommen von mir. Und ich hoffe, dass ein paar frische Leute auch helfen werden. Sollten aber auch so sein. Abseits? Ne, kein Abseits. Das war glaube ich ein Minimum. Okay, doch nicht. Ja. Der Torhüter haut ihn weit raus. Von der Weg. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Sehr schön. Die Tür ist sperrangelweit offen. Ich mache das immer wieder falsch mit dem Dreieckspass. Also mit dem Steinpass. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Und über die Seite. Da ist die Flanke. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der... Da ist die Möglichkeit. Guter Pass, guter Laufweg. Ich hätte nicht unbedingt direkt schießen müssen, oder? Vielleicht noch einmal kurz die Pille berühren. Ich denke, jemand mit einem besseren Abschluss hätte ihn vielleicht dann auch genauer platziert. Blind, sehr wichtig. Van der Beek auch neu drin. Den wollte ich eigentlich hochspielen. Warum hat er den flach gemacht? Verstehe ich nicht. Traoré. Ach, meine Güte. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt.
Kriegst du blind. Gegen Hank Fährmann, dem ehemaligen St. Pauli-Stürmer. Ist ja, glaube ich, eine richtige Kante mit fast 2 Metern. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Komm. Oh, wichtig. Das muss es gewesen sein. Das war's. Wir haben gewonnen. Ja, Mann. Das ist meine letzte Flanke. Traoré! Der war daneben und der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Wir haben es geschafft. Man muss sagen, auch wenn es nicht immer 90 Minuten klappt, aber wenn man die ersten 3-4 Spiele auf Superstars anguckt, die letzten 4-5, es ist schon ein Unterschied. Arsenal hat wieder gewonnen. Es ist nicht so einfach da oben, klar. Ob wir es am Ende schaffen, ich wage es trotzdem ein bisschen zu bezweifeln, aber man kann hoffen. Und bald sollte dann ja auch die Legende freigeschaltet sein, also der Schwierigkeitsgrad. Messi ist weltbester Spieler. Glückwunsch, Lionel. Meine lieben Zuschauer, das war's dann von heute. In 2 Tagen sehen wir uns dann wieder auf YouTube mit einem Heimspiel gegen PSV Eindhoven. Absolutes Topspiel in der Liga, wo wir dann auch an Eindhoven vorbeiziehen können. Und wir müssen das auch natürlich tun. Als Tabellenvierter nur. Habt einen schönen Tag. Bis demnächst, liebe Zuschauer, oder? Mit einer Sache kurz gucken. Wir können doch nicht auf Legende, ne? Ne, Anfänger. Nachdem sie 5 Partien im Schwierigkeitsgrad Superstar gewonnen haben. Wir haben jetzt 3, noch 2 Stück, dann haben wir es geschafft. So, bis dahin.